Muss das einfach mal sein. Einmal den Sonnenaufgang genießen. Ach, das tut doch auch der Seele gut, so ein Sonnenaufgang. Hammer. Gerade jetzt, wo unsere Hütte auch so weit ist. Finde ich richtig, richtig nett. So ein Sonnenaufgang. Oh, schön. Da fühlt man sich doch gleich wieder so ein bisschen Energie getankt. Ich möchte jetzt, also ich habe mich entschieden, ich mache hier das Dach, die vier Stücke, mache ich erstmal aus normalen Sticks, bis ich eventuell was anderes finde, bis ich eventuell genügend Dinger finde, machen wir hier erstmal normale Sticks raus. Da habe ich jetzt 8 und 2. Könnte ich jetzt gleich 2 Floors machen, um den Dingens zu erweitern. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht. Die Katze rastet gerade aus, weil eine Fliege an der Scheibe sitzt. Mega. Mega, dieses Tier. Ehrlich. Ja. Habt ihr Haustiere? Würde mich freuen. Schreibt auch das mal in die Kommentare. Mein Gott, ich verlange im Moment aber ganz schön viel von euch, wa? A oder B? Habt ihr Haustiere? Macht ihr Sport? Und welchen? Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr nehmt alle teil und sagt wirklich mal, was Sache ist. Ja. Vielleicht lässt sich da ja unterm Strich was drehen und man kann dann vielleicht mal was zusammen machen oder so. Ja, ich sag mal so eine Runde Biken gehen zum Beispiel. Ich weiß, einer meiner Abonnenten, der wohnt jetzt gar nicht mal so weit weg. An dieser Stelle, liebe Grüße Tobi. Das sind jetzt 40 Kilometer vielleicht. Ja, circa 30, 40 Kilometer. Das kann man machen. Da kann man dann mal vielleicht irgendwie eine Runde Fahrrad fahren gehen oder so, wenn man Bock hat. Oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Jürgen. Ich weiß, du hast gesagt, die Früchte wachsen nach, wenn es geregnet hat. Jetzt hat es mittlerweile 3, 4, 5 Mal, ich weiß es nicht, also 3 Mal auf jeden Fall, geregnet. Und an diesem Dingen hier ist immer noch nichts dran an neuer Frucht. Ach, scheiß Hai, halt die Fresse. Obwohl, den könnte man mal irgendwann bei Gelegenheit jagen. Hier ist auch noch nichts dran. Wie lange zum Teufel dauert das denn? So, ich wollte hier sowas anderes machen. Ich habe noch, glaube ich, einen Stick in auf Tasche. Muss mal eben hier vorne hin. Oha. Oha, oha. Wisst ihr was? Da machen wir halt hier ganz, ganz Ballermann-like. Und saufen direkt aus dem Eimer. Geht nämlich gerade gar nicht sonst. Jetzt ist der leer. Okay. Ich stelle den einfach mal hier auf den Sand. Aber wir sind wieder voll. Hier war doch da. Ist eine Rock. In Dwayne. Und damit machen wir uns Stone Tool. Okay. Und mit diesem Stone Tool machen wir uns eine Ho. Hey. Ho. Geil. Jetzt haben wir eine Ho. Ergo, wir können jetzt farmen. Ihr seht, das Ding leuchtet jetzt grün. Mit dem Hammer leuchtet es blau. Mit dem Messer gelb. Und mit der Axt auch gelb. Also. Menü. Stopp. Zurück. Das ist wie mit dem Hammer. Eine Home. Ins Menü. Und zwar dorthin. Farming. Plots. Haben wir. Wir können jetzt hier verschiedene Plots machen. Wood Farming Plot. Plank Farming Plot. Oder Corrugated Farming Plot.
Sehen natürlich dementsprechend unterschiedlich aus. Wir machen das Ding aus Holz, brauchen dafür erstmal ein Lashing und dann gucken wir mal, wie das geht. Nehmen ein Lashing. Da, es regnet schon wieder. So, Crafting. Hier würde es gehen. Und jetzt? Hold E to interact. Jetzt ist nur die Frage, was passiert? Was geht jetzt? Wie geht es? Ich nehme mal eben das Messer in die Hand. Eimer wird voll. Geil. Und ich hau mal eben hier eine Kartoffelpflanze durch. Da war schon eine. So, die nehmen wir mit. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch gemacht. Vielleicht muss ich die mit der Hoe abernten oder so. Also, damit passiert nichts. Wir gehen mal mit der Hoe. Passiert auch nichts. Da hinten haben wir noch eine Kartoffelpflanze, ne? Habe ich das Bild jetzt komplett falsch gesetzt? Was passiert denn? Also, so passiert gar nichts. Freunde. Ich werde bestimmt was falsch gemacht haben. Gehe ich von aus. Wie so oft in diesem Spiel. Ja? Schreibt mir doch mal bitte einfach Describe Descriptions goes here. Ja, okay. Wir haben keine Beschreibung. Ja, okay. Das gibt's auch noch nicht. Und hier Basis. Können wir uns so ein Buoyball Raft Base, Wood Bundle Raft Base. Können uns hier so ein fettes Boot machen oder hier so ein Floß, ja. Und dann auch hier Propulsor oder ein Bootmotor. Wenn man die ganzen Sachen hier alle zusammen hat, dann hätten wir ein kleines Boot, dann wird die ganze Geschichte auch schneller gehen. Dann können wir auch ein bisschen weitere Sachen mal erforschen. Es regnet und regnet und regnet und nichts passiert. Ich würde sagen, ich mach mal jetzt ein bisschen, ich räume mal gerade ein bisschen auf. Und zwar schmeißen wir hier in unseren Wandschrank, ja, schmeißen wir den Bogen ab und die Pfeile schmeißen wir auch dazu. Brauchen wir ja nicht den Hammer. Craften tun wir jetzt gerade auch nicht. Schmeißen wir auch mit dazu. Die Kartoschkis schmeiße ich hier mit hin, die drei Stück. Den einen Stick machen wir hier mit hin. Lashing da, wo es hingehört. Den einen Palmfront machen wir das Feuer wieder groß mit. Und da haben wir dann vollen Wassereimer. Ich kann ja hier jetzt nichts machen. Das ist scheiße. Ich brauche noch mal ein paar Sticks. Ich schwimme mal eben da zu unserer Insel rüber, da. Nee, ich schwimme nicht zur Insel rüber. Ich gehe Fische fangen. Ich angel jetzt erstmal ein bisschen hier. Die kommen ja schon so eine Sardine. Wäre natürlich auch mal geil. Wenn man sie denn kriegen würde. Alter! Ich will doch nur eine Sardine haben, Mensch. Da geht doch. Blöd ist jetzt, wie gesagt, vielleicht müsste ich mal mehrere Speere craften. Um dann halt mehrere. Um dann einfach nur so von Speer zu wechseln. Ja, aber. Boah, ging sogar. Geil. Immer rauslaufen, so zu machen, so. Die Fischanimation im Inventar ist also immer die gleiche. Die sieht bei der Sardine aus, genau wie beim Pilchard. Boah, fett. Drei Sardinen. Geil. So.
Da liegt ein Stick im Wasser. Einer von denen, die immer so weit geflogen sind, wahrscheinlich. Geh mal ein bisschen weiter hier raus. Zack. So geht das. Boah, mega. Jetzt wird zwar ein bisschen schwarz vor Augen, aber... Wo ist er hin? Ah. Also das mit dem Angeln ist echt noch so ein bisschen so eine Sache. Ah, so geht's. Ah. Ha! Brrr, sagt er. Brrr. Kriegt keine Luft mehr, der gute Mann. So. 6 Fische in so kurzer Zeit. Ein paar Sardinen und ein paar Pilchards. Geil. Machen wir hier natürlich hier. Zack. Ich probiere das jetzt auch mal aus. Das eine habe ich jetzt gemerkt, geht ja so nicht. Oh, geh an, ey. So. Ich brauche bald mal ein neues Messer. Wir filetieren mal so ein Pilching. Ich weiß gar nicht, was es ist. Oh, gross. Hauen die hier dran. Ich brauche ein Fass. Immer noch. Geil. Boah, wir haben Fleisch. Wir haben Wasser. Yeah. Im Übrigen sind wir jetzt bei... Als ich die Aufnahme gestartet habe, sprich, das ist jetzt die 3. Folge der Aufnahme, denke ich. Also sprich, vor 3 Folgen waren wir bei Tag 15 survived. Tag 15. Wir haben es beim ersten Mal auf 5 Tage geschafft, ja? Jetzt sind wir bei Tag 15. Und weder Nahrung noch Wasser wurden gering. Und das, obwohl wir uns einmal wirklich verpaddelt haben. Und was weiß ich nicht alles, was passiert ist. Ja. Ja. Wir haben gar nicht mehr so viele Lashings. Ah, müssen wieder Lashings fahren. Kann ich jetzt eine rohe Kartoffel essen? Wisst ihr was? Nein, ich kann nicht. Ach, das ist der eine Stick, den ich vorhin gefunden habe. Nein, das ist er nicht. Jetzt habe ich nämlich 2 hier liegen. Also, rohe Kartoffeln gehen nicht. Ich brauche echt ein Fass. Wo kriege ich ein Fass her? Ich muss noch eine Insel erstellen und da hinten irgendwo hinstellen. Wir haben nämlich Hunger. Das Fleisch braucht noch. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Wenn man vom Fleisch spricht. Ich muss leider jetzt mal 2 Fische direkt machen. Oh, das ist disgusting. Ah, das war schon wieder der Pilz. Okay. So. Ich denke, ich werde den Tag jetzt mit Braten verbraten. Um dann, ja, um dann versuchen, den Smoker anzuschmeißen. Ich weiß echt nicht, wie das gehen soll. Gebratenes Fleisch auf den Smoker oder wie soll das Ganze funktionieren? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Zumal ich das jetzt schon ein paar Mal versucht habe, aber irgendwie nicht funktioniert. Muss der brennen und ich muss was Gegartes haben, oder? Probieren wir es mal aus. Wir schmeißen den mal an. In der Zeit müsste das ja eigentlich langsam dann an sein. Heiß sein. Wie auch immer. Das dauert so lange.
Kann ich mir nicht ein Feuerzeug craften? So, den schmeißen wir weg. Ich nehme jetzt meine Kartoffel. Finger weg vom Maustaste. Smoker. Da passiert nichts. Also geräucherte Kartoffel gibt es scheinbar nicht. Ich lasse die jetzt mal hier oben drauf liegen. Einfach nur mal so. Da ist mein Fisch auch schon fertig. Den nehmen wir jetzt mit. Probieren das jetzt aus, ob das auf dem Smoker geht. Auch nicht. Ich kann hier auch nicht E drücken. Ich lasse ihn fallen. Guckt Small Meat. Ah, jetzt brutzelt es auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich das gemacht, was ich nicht machen wollte. Also. Da brät es natürlich weiter. Ich will den aber darin haben. Na komm schon. Ich lasse ihn jetzt einfach mal da so drauf liegen. Ich nehme mir mein fast kaputtes Messer und heute mir eine Sardine. Oh, gross. So. Und hauen die hier mit drauf. Oh, jetzt haben wir zwei Sachen natürlich voll. Ich häute mir noch eine Sardine und hau die mal roh auf den Smoker. Schauen, was dabei passiert. Oh, gross. Was? Der zeigt doch da immer irgendwie was da. Oder? Ah, ach so, das ist, wenn ich runtergehe. Platsch. So. Jetzt haben wir hier Small Meat. Wir haben Cooked Small Meat. Wir haben eine Kartoffel. Alles oben Schmoker. Und schauen dann mal, ob da gleich irgendwie smoked. Weil da hängt ja im Prinzip ein Seil runter, ja? Dass ich da im Prinzip was dranhängen kann, aber irgendwie. Smoker. Smoker. Das geht ja nicht. Ich kann hier. Der zeigt mir zwar an, dass hier ein Seil ist, aber irgendwie. Nein, ich Idiot! Das habe ich jetzt nicht gemacht, das hat keiner gesehen. Wo habe ich denn das Kindling? Da. Ja, Miracoli ist auch wieder fertig. Wir können uns gleich das nächste Schnitzel reinhauen. Boah, das dauert so ewig. Geht doch. Das lassen wir da liegen. Wir holen uns das Schnitzel hier direkt ab. Holen uns das hier ran. Ich weiß gar nicht, ich habe in den Kommentaren gelesen. Übrigens, ich weiß, es ist schon wieder ein paar Tage her. Und zwar wurde gefragt, ob man gerettet werden kann. Ich persönlich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe aus vorherigen Kommentaren von Jürgen zum Beispiel gelesen, dass wenn eine schöne Melodie erklingt, ja, dieses Klavier. Piano, Geklimper, Bimsel, dass das früher hieß, dass ein Flugzeug über einen drüber geflogen ist, einen aber nicht gesehen hat. Jürgen, wenn du zuschaust, und ich denke, das wirst du, weißt du etwas? Kann man gerettet werden? Soll man gerettet werden? Oder wie ist das hier? Soll ich hier Tom Hanks mäßig mit Wilson und Castaway abhängen, bis ich dann mal irgendwann sterbe oder bis ich jetzt so ein fettes, muss man sich ein fettes Boot bauen mit Motor, dass man hier den Horizont fahren kann? Oder wie läuft das Ganze? So, Smoker, Small Meat,
geguckt, Small Meat. Okay. Da war eine Eieruhr. Was hatten die jetzt zu sagen? Smoked Cook Small Meat. Ich muss das. Ah, jetzt hab ich's fallen lassen, ich Idiot. Ich muss das gerade mal eben. Smoked Cooked Small Meat. Geil. Das, Freunde, hau ich jetzt. Ah, wir brauchen Licht in unserer Hütte. Schmeiße ich jetzt mal hier in den Eingang. Ich weiß, dass es hier liegt, ja, hoffentlich. Es ist durchgefallen, oder? Nein. Smoked Small Meat. Wie geil ist das denn? Wir haben geräuchertes Fleisch. Also ich muss mir zwei Stellen suchen. Und zwar machen wir einmal das normale Räucherfleisch hier hin. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert das jetzt effektiv? Der war auch fertig, ne? Das nehme ich mir mit, das haue ich auch hier drauf. Dann haben wir nämlich zwei Smoked Cooked und ein, schade, dass man die Kartoffeln jetzt nicht so smoken kann. Also kann man scheinbar ja nicht. Machen wir jetzt mal eine gebratene Kartoffel. Ich habe jetzt hier einmal geräucherten Fisch. Da habe ich noch einen rohen Fisch. Der wird wahrscheinlich, wenn die Nacht um ist, langsam durch sein. Also spoiled. Vergiftet. Whatever. Boah, ist das disgusting. Cool. Und dann, bevor das passiert, legen wir uns dieses Stück Fleisch auch noch hier oben drauf. So dass wir dann quasi zweimal. Nein! So, dass wir zweimal gebratenes, geräuchertes haben und zweimal rohes, geräuchertes. Was dann auch letztendlich länger hält. Und wir haben Durst. Dann nehmen wir mal heute hier raus. So, reicht das schon? Ja, reicht, Dicke. Hier, lass mal fallen. Was sagt die Uhrzeit? 7:45. Jo, ich warte jetzt noch quasi, dass die Kartoffel fertig wird, beziehungsweise dass es da hinten klingelt. Und dann, müssten wir auch eigentlich durch sein diesmal. Da das jetzt alles wieder so gut geklappt hat, das Haus auch fast fertig ist, speichern wir natürlich Gesundheit, Katze. Ja. Und dann sitzen wir hier. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass unter den ganzen Kommentaren A, viele Antworten auf die ganzen Fragen sind und B, Moment, dass A, viele Antworten auf die Fragen sind, B, Erklärungen sind gut, wie die Erklärung, wie der Smoker funktioniert, hat sich ja das jetzt erledigt. Wie das mit dem Feld funktioniert. Ich stelle die Frage des Smokers zurück, das habe ich ja jetzt herausgefunden. Ich frage mich, wie das mit dem Feld funktioniert. Was man da machen muss, dass man da farmen kann. Ja, genau. So. So viel zu dem Thema. Wir setzen uns jetzt hier drauf, ne, ans Lagerfeuer, gucken schön in die Flammen, was man auch definitiv nicht machen sollte. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen und bis demnächst. Ciao!